Moin, herzlich willkommen hier zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play LS 17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map 2-1 ohne Gräben und er hat sich hier schon wieder festgefahren. Ich frage mich manchmal, wie kommt er da hin und man kommt da nicht mehr wieder weg. Und was macht der? Warum fährt er hier so einen blöden Kurs? Was ist da falsch eingestellt? Das kann nur irgendwas mit dem Anhänger zu tun haben, weil aus meiner Community, der Großartigen, kommen nämlich ähnliche Meldungen von Menschen, die ähnliche Probleme auch mit so einem Sammelwagen haben. So. Sammel's hier mal. Ah, und natürlich ein guter Tipp, den ich nicht mehr gedacht habe. Vorne das Gewicht runter machen. Ich weiß allerdings nicht, ob er dann irgendwie hängen bleibt. Aber dann fährt er sich nicht mehr so schnell an den Ballen fest, wenn da welche im Weg liegen. Wobei das Gewicht auch vielleicht ein bisschen breiter sein könnte. Hier könnte es jetzt schon wieder schief gehen. Ich muss unbedingt mal den Agri-Bumper da drauf machen, glaube ich. Steppen mal durch, da waren wir schon. Ja, alles gut. Wo ist jetzt der 900er? Da. Okay, Fahrer. Hat nicht geklappt, entlassen wir ihn mal. Kurs löschen. So, das Feld ist auch fertig. Damit zurück und bringen den mal weg. Hat ja sonst einigermaßen geklappt mit dem automatischen Sammeln und Wegbringen. Also auf jeden Fall viel, viel besser als früher. Das werden wir jetzt noch perfektionieren, auch für die Strohernte. Und dann läuft das wohl. Die Felder müssten auch schon bald alle erntereich sein wahrscheinlich. Ja, habt ihr heute Morgen zugeguckt? Habt ihr das neue Zwischenlager schon gesehen? Hat nichts mit Gorleben zu tun und so, Atommüll, sondern mit einem Lager, was ich in der Nähe von Produktionen aufstelle. Ich habe jetzt das erste unten bei der Holzverarbeitung hingestellt. Ist ein eigener Mod. Den werdet ihr auch downloaden können, wenn ihr wollt. Wann genau, weiß ich noch nicht. Dieses Wochenende noch nicht. Mal gucken, wir testen noch. Frühestens ab nächstem Wochenende. Ich muss das dann ja auch. Ich werde es bei Alice Mod Company hochladen. Beziehungsweise werde es da einstellen mit Link und so weiter. Und dann könnt ihr es runterladen. Und, ja, aber, nein. Also ich informiere euch. Es ist nicht so, dass ich es einstellen werde und dann keine Informationen kommt, sondern ich werde euch dann informieren und dann könnt ihr es runterladen. Ihr braucht also nicht jeden Tag jetzt nachfragen, wann kommt das. Es kommt, wenn es fertig ist, wie gesagt. Frühestens nächstes Wochenende, frühestens. Vorher werde ich das nicht schaffen. So. Erstmal gibt es nur eins unten für die Holzverarbeitung. Kann ich alles einlagern, was bei der Holzverarbeitung so... Also da unten in dem Bereich produziert wird, also auch die Sachen aus den Gewächshäusern und so. Hackschnitzel kann ich nicht einlagern, das funktioniert nicht. Da bin ich am überlegen, ob ich noch ein platzierbares Hackschnitzellager mache. Aber das weiß ich noch nicht. Und ich werde wahrscheinlich oben bei der Holzindustrie, werde ich auch ein Zwischenlager für bauen. Damit man da oben die Sachen lagern kann, die da anfallen. Damit das da nicht immer alles vollgestellt ist. Und mal gucken, wo sich das noch anbietet, wo viel... auf engen Stellen produziert wird oder so, wo man dann einfach sagt, ich baue hier nochmal ein Zwischenlager, dann brauche ich nicht immer wegen 20 Paletten gleich ins Zentrallager fahren, sondern kann das entweder hier zwischenlagern und dann direkt von hier aus auch komplett wegbringen oder man sagt dann, okay,
Ich lagere das hier eine ganze Zeit zwischen und dann fahre ich einfach mal mit einem mit einer Sattelzugmaschine mit zwei Aufliegern und bringe das dann zum Zentrallager. Der ist fertig mit der Arbeit. So, der andere müsste sich eigentlich gleich wieder melden, dass er durchdrehende Reifen hat. Weil er ja mal wieder irgendwo viel zu weit gefahren ist. Also ich habe in der letzten Folge habe ich unten das Lager verkauft. Das Pelletlager, was ich gebaut habe, was es ja auch bei Alice Mod Company zum Download gibt. Also Pellet-Palettenlager, und ich habe das Hackschnitzellager verkauft, was ich selber mir mal als Mod runtergeladen habe, weil das einfach viel zu groß war und viel zu viel Platz wegnimmt. Ich wollte eigentlich in diesem Lager ein Hackschnitzellager mit integrieren, aber das geht leider nicht. Das funktioniert technisch nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich möchte. Es würde Wege gehen, wie es geht, aber die möchte ich nicht. So. Sauber machen. Schön auftanken. Alles ja. Muss das da? Ist das da immer so dreckig? Oder ist das. War der nur noch nicht richtig sauber? Aha. Der ist fertig. Er kann wieder in den Stall zurück sozusagen. Das ist ja auch so mal hier hin bei ihm. Ja, brauche ich ja nicht mehr. So, und die Gowal, die klappen wir jetzt wieder schön zusammen. Also, machen wir jetzt mal.
geguckt. Es klappt sich zusammen. Schon sehr geiler Mod. Sehr geil gemacht. Und die Stützen heben. Und die Klappe schließen. Zuklappen, dass er mal hinterm Trecker hängt. Und dann können wir damit auch abfahren. Ja, und eigentlich die auch hier hinten stehen lassen. Wobei. Fahrt ins Lager. Also fahr sie zum Hof zurück. Sammeln noch. Leute, ich habe gerade wieder richtig Laune zu spielen. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen ruckelig ist. Aber ich habe echt Bock zu spielen. Ich habe viele Ideen. Gerade so für kleine Mods, die uns das Leben hier auf dem nordfriesischen Marsch leichter machen. Mit diesem Zwischenlager, ne? Ich habe das hier für die nordfriesische Marsch gebaut. Es kann sein, ich weiß nicht, ob diese Palettentypen auch auf anderen Karten, ich spiele ja sonst keine anderen Karten, aber wenn diese Palettentypen auch auf anderen Karten gespielt werden, dann könnt ihr das Lager da natürlich auch benutzen. Ne? Also. Ist überhaupt kein Thema. Wenn es denn dann bald zum Download kommt. Wie gesagt, mindestens eine Woche wird es noch dauern. Vielleicht auch noch länger, je nachdem, was die Tests ergeben und was die Logs sagen. Die sollen natürlich auch fehlerfrei laufen. Und nicht nur fehlerfrei. Also ich nehme das hier jetzt mal eher im Moment, so mein Spielstand im Moment als Referenz. Wenn das mit den ganzen Mods, die ich hier drin habe, fehlerfrei läuft, wenn es auch im Multiplayer fehlerfrei läuft, dann kommt zum Download. Und sonst nicht. It's as easy as that. Wird sauber. Ja, hier bin ich ja auch noch immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, die so hinzumodden, dass ich habe es ja so gemacht, dass sie Grasballen auch wirklich als Grasballen presse und nicht automatisch daraus Silage macht. Hat aber den Nachteil, ich kann jetzt aus Grasballen keine Silageballen mehr machen. Und ich suche natürlich jetzt immer noch nach einer Möglichkeit, wie ich das so hinkriege, dass ich das wirklich einstellen kann. Grasballen wickeln oder nicht, weil hier konnte ich auch bei Grasballen konnte ich sagen, er soll die nicht wickeln, er hat sie trotzdem gewickelt. Das habe ich rausgenommen. Aber jetzt macht er auch keine Silageballen mehr daraus, wenn ich sage, wickeln. Sauber genug, oder? Reicht. Wegstellen. Dann wir die hier vorne rein. Wo sind eigentlich meine ganzen Mähdrescher hin? Stehen die nur auf dem Feld? Oder sind die weg? Ich habe das jetzt gerade auch beim Durchseppen gar nicht gesehen. Beim Durchschalten. Sag nicht, die sind alle weg, dann drehe ich durch.
Oh, ihr hört es. Zeit ist um. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar und ein Like. Auch ob euch das Lager interessiert, das Zwischenlager. Und heute Abend kein Livestream, sagte ich schon. Ja. Sonntag auch nicht, also auch kein spontaner. Und dann gibt es den nächsten, gibt es wahrscheinlich am Freitag. Zu 80% Freitag, Samstag auf jeden Fall. Zumindest Stand heute. Kann sich natürlich immer was ändern, aber hey, es ist wie es ist. So. So, aussteigen. Okay, ich bedanke mich bei euch und ich verabschiede mich und sage ciao.